Willkommen zu diesem Abenteuer hier aus der Schweiz. Adam ist wieder am Start und wir wollen hier gerade 4 Tage ein bisschen Klettersteig, Bergwanderung, ein bisschen Ausrüstung testen, draußen schlafen. Wir sind schon die ersten Höhenmeter hoch. Uns geht es jetzt in Braunwald auf den mittleren Klettersteig. Ausrüstung ist am Start, Rucksack am Start. So, das mit dem Klettersteig wird leider nichts. Wir hatten zu wenig Informationen. Unsere Karte hat auch nicht ganz gestimmt. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier den Berg hoch. Wir haben jetzt 1000 Höhenmeter gemacht. Sind jetzt oben in Braunwald. Machen jetzt hier im Hintergrund noch ein bisschen was zu essen. Ist jetzt gerade Mittag. Dann geht es wieder runter. Dann schauen wir mal nach dem Zeltplatz. Morgen vielleicht. Vielleicht finden wir einen anderen Klettersteig. Wir haben jetzt Anfang Mai. Also ist noch nicht alles offen. Ist auch noch zum Teil viel Schnee. Sieht man hier. Auf den Gipfeln und unser Klettersteig wäre noch mal 1000 Höhenmeter höher als wir jetzt hier sind. Mittlerweile wieder bergab unterwegs. So. Für uns geht es jetzt runter. Wir haben jetzt schon kurz vor 4. Wir müssen gucken, dass wir so um 17 Uhr oder 18 Uhr an dem Zeltplatz sind. Also wir sind auf, ich sag mal, Campingplätzen. So ein bisschen einfacher gehalten. Ne? Und schauen wir mal. Jetzt folgt der Abstieg, geht ziemlich steil runter. So, neuer Tag nach dem Desaster gestern, wo wir nur den Berg hochgelaufen sind und Klettersteig eigentlich gar nichts wurde. Aber 1000 Höhenmeter gemacht, also ging ordentlich in die Knochen. Heute sind wir jetzt an einem Klettersteig, wo wir wissen, der ist offen. Hier bei Klarus, also nicht weit vom Ort. Und jetzt kommt der Aufstieg zum Einstieg. Dann hängen wir uns ein und dann schauen wir mal, wie es wird. Die Nacht war gut. Auf dem Campingplatz, deswegen wird es nicht so gefilmt. Ist jetzt nicht so outdoor-mäßig. Aber ja, so bei dieser Art zu reisen, wie wir hier unterwegs sind, gibt es halt keine andere Möglichkeit für uns. Bisschen am Zittern, hoffentlich gleich die GoPro das aus. Mega, Alter. Völlig geisteskrank. So, erster Klettersteig ist geschafft. War heftig, war geil. Mal was ganz Neues, was ganz anderes. War jetzt auch kein einfacher, eher so Mittel. Stufe C, D. Und ja, ich konnte nicht so viel filmen. Ich habe jetzt keine Helmhalterung oder so gehabt. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen. Für uns war es echt geil. Geile Erfahrung. Und jetzt geht's weiter. Wir haben erst 13 Uhr. Schauen wir mal, ob wir heute noch einen schaffen, einen kleineren. Irgendwas Einfaches. Hier in der Nähe irgendwas, was offen hat. Hier im Norden der Schweiz, also im Norden der Alpen der Schweiz, hat noch einiges zu. Auch manche Pässe sind geschlossen, dadurch verlieren wir auch immer ein bisschen Zeit durch die Fahrerei. So, der nächste, der geschlossen ist. Schade.
8 Euro fürs Parkticket bezahlt. Und jetzt ist hier Schluss. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier den Bergwanderweg noch ein bisschen laufen. Geil ist hier schon, sieht geil aus. Aber ja, schade. Sehr schade. Jetzt laufen wir hier mit der Ausrüstung den Bergwanderweg vielleicht lang. 8 Euro umsonst fürs Parkticket wäre auch traurig. Da wäre eigentlich der Klettersteig lang gegangen. Leider geschlossen. Wir haben uns jetzt für den Wanderweg entschieden. Geil. So, neuer Tag. Nachdem wir jetzt mal wieder zu einem Klettersteig gefahren sind, der geschlossen war, sind wir jetzt noch ewig rumgegurkt, der Suche nach was offen hat, haben jetzt was gefunden. Dafür aber hier dann Fuffi hingelegt für den Lift, weil anders kommt man da gar nicht hoch. Wir waren schon mit dem Auto oben, waren dann plötzlich vor einer gesperrten Straße gestanden und so weiter. Unser Glück halt wieder. Aber das kann nur geil werden. So, wir sind am Einstiegspunkt. Aufstieg war heftig. Da geht's jetzt hoch. Wir haben erst den Weg wieder nicht gefunden. Also nichts ist beschildert, ist halt Off-Season. Chaos. Und ja, da geht's jetzt hoch. Heftig, aber geil. Kann nicht viel filmen, bin voll konzentriert. Aber mega Erfahrung bisher. Echt krass. Da sind wir hoch. Geisteskrank. Im Hintergrund geht es noch weiter, aber der Großteil, also dieser Klettersteig, ist geschafft und das ist jetzt noch der Rückweg, wo quasi hier der einfachere hochgeht. Wir sind den schweren jetzt hier hochgekommen und da geht es jetzt weiter. Das wird heftig jetzt. Direkt? Bist du komplett nass, oder? Alter. Geisteskrank. So, letzter Tag. Gestern war echt krass. Wir haben dann noch bei einem Bauernhof übernachtet,
wie gesagt, wir haben es jetzt, ich habe es jetzt leider nicht so gefilmt, wäre eigentlich auch interessant gewesen, aber ja, das Video bezieht sich hauptsächlich jetzt auf Outdoor und Klettersteig. Und wir sind jetzt schon auf der Heimreise und sind ein bisschen nördlicher jetzt, sind nicht mehr in den Alpen, sind aber noch in der Schweiz und machen jetzt den letzten Klettersteig. Also Ausrüstung ist am Start. Ja, schauen wir mal, was uns hier noch erwartet. Ist nicht so ein großes Ding, aber auf dem Heimweg, lag auf dem Weg. Ja, hier ist auch noch ein Kletter. Nee, Kletter. Los geht's. Sind wir hochgekommen und hier geht es jetzt weiter. Diesmal keine Stahlsprossen oder irgendwas, sondern wirklich am Fels. Auch noch mal was anderes. Kein besonders anspruchsvoller laut Angabe, aber für uns halt wieder was Neues. Also nicht ohne. Aber geile Erfahrung. So, das war der letzte kleine Klettersteig jetzt. War aber geil, war komplett ohne Stufen oder irgendwelche Eisen, wo man drauf tritt. War komplett am Fels. Für uns geht es jetzt nach Hause. Das war es jetzt von unserem 4-Tages-Adventure. Wir melden uns ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.